Hallo und herzlich willkommen bei einer Sonderepisode zu Textlastig. Heute ein Novum, glaube ich, ohne den Falk, aber dafür haben wir einen ganz tollen Gast und das ist der Benny. Hallo Benny. Hallo, na, alles gut bei dir? Ja, vielen Dank. Jetzt bin ich überrascht von dieser Gegenfrage. Mein Stimmt, also, ja, mir geht's gut. Gemacht. Er ist nicht Falk, was will er hier? Genau, unsere Zuhörer denken jetzt, was? Also wir veröffentlichen diese Episode außerhalb des normalen Veröffentlichungsrahmens, deswegen werden sie sowieso schon verwirrt sein, was ist denn hier los? Normalerweise machen wir das, veröffentlichen wir so eine Episode am Mittwoch immer und dann denken die dann immer so, was ist denn hier los? Aber normalerweise sind das nämlich Interviews mit Autoren von Text-Adventuren. Mhm. Aber das bist du ja gar nicht, ne? Nee. Ich bin wie ihr. Ich bin einer von euch. Ich bin einer von diesen ominösen Podcastern, die ihr ganzes Leben vor dem Mikrofon verbringen, dass Leute wie ihr da draußen das hören könnt, ja. Ja. Sag mal, hast du mal ein Text-Adventure gespielt eigentlich? Oh Gott, ja, aber das ist ewig her. Also wirklich das aktuellste Beispiel wäre jetzt Stories Untold. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von No Code. Ist das auf Handy? Nee, ist auf dem Rechner tatsächlich. Aha. Und Text-Adventure ist Teil der Spielerfahrung. Ist ein bisschen kryptisch, ist so ein verkapptes Horror-Adventure, was so die vierte Wand bricht in einem Text-Adventure. Das ist so das, was mir jetzt so einfallen würde, ist, was ich als letztes gespielt habe. Ansonsten sind meine Text-Adventure-Zeiten eigentlich schon Jahrzehnte her oder so. Okay, also das Stories Untold, das haben wir auch auf der Liste. Wir wissen noch nicht, ob wir das auf textlastig spielen, aber das haben wir auf jeden Fall auch schon mal uns aufgeschrieben, genau. Ja gut, da bist du ja eigentlich Rieler, so sagen die Jugend heute, ne? Als wir, denn wir haben früher, also ich zumindest habe die früher keine Textmanager gespielt. Also ich habe erst angefangen mit Falk hier vor ein paar Jahren. Er ist quasi der Judas, der dich dazu gebracht hat. Das ist ja auch ganz schön. Aber ich denke, das ist auch so eine Alterssache, ne? Also wenn wir jetzt mal hier so einen Raum schmeißen für eure Zuhörer, ich habe jetzt kürzlich erst die 30 überschritten. Wie schaut's da bei euch aus? Ne, ich bin 35, aber... Naja, klar, aber dann sind wir eigentlich nicht die Generation, die Text-Adventure zwangsläufig noch erlebt haben müsste, wenn wir nicht irgendwie schon mit 3 oder 4 genau. Jahren vor einem Rechner gesetzt worden, ne? Genau, nee, also wir sind eher Generation Monkey Island, so. Ja, ne? Ja, genau, genau. Wir haben dann einfach schon die nächste Evolution der Text-Adventure, eben die Grafik-Adventures in die Wiege gelegt bekommen, genau. Aus derselben Warte bin ich auch. Deswegen Text-Adventure schon zu meiner Kindheit oder Jugend veraltet. Bleh. Aber ich meine, wenn man diese Interpretation mal ein bisschen weiterfasst, dann stimmt das eigentlich gar nicht ganz, denn du hast ja quasi eine Art Text-Adventure, also zumindest sagen wir mal ein Adventure gespielt, wo man die Fantasie als Grafikkarte einsetzt. Und zwar spielt ihr ja in eurem Podcast, können wir auch nochmal gleich ein bisschen Werbung machen, spielt ihr ja Pen and Paper unter anderem. Was, Simon, ist das der Grund, weswegen ich heute hier bin? Naja, und unsere lieben Zuhörer, und das sind natürlich alles Hardcore-Fans, und die werden jede Folge gehört haben und werden sich noch gut erinnern, dass wir 4 Folgen unserer Zork-Episoden, die letzten 4, vertont haben. So mit Atmosphäre und wenn wir gesagt haben, wir öffnen die Tür, dann haben wir einen Sound eingespielt, wie sich eine Tür öffnet oder irgend sowas. Und dann aufgegeben haben, weil es einfach viel zu viel Arbeit war. Und der Grund, warum wir jetzt auch miteinander quatschen, ist, dass du, du kannst mich auch gerne korrigieren, wenn das falsch ist, aber ich glaube, du machst das alleine, die kompletten Pen-and-Paper-Folgen, die ihr macht und jetzt auch so ein Hörspiel über Dark Souls komplett vertont, ne? Ja, kann man so sagen. Also, was das Pen-and-Paper angeht, bin ich quasi eins der Zahnrädchen. Wir haben unseren Autor und gleichzeitig Spielleiter Brian, der eben die Geschichte schreibt und eben sich um das ganze Handwerk dahinter kümmert, also wie das Regelwerk und die komplette Story und alles diese Systeme. Wir haben einen Grafiker an Bord, wir haben einen Musiker mit an Bord, der uns einen Soundtrack dafür macht und ich bin dann eben derjenige, der das im Schnitt zusammenfügt, weil ich auch bei uns normalerweise die Podcasts schneide. Und ja, dementsprechend habe ich es mir irgendwie nicht nehmen lassen, da auch die kreative Herrschaft an mich zu reißen und dann eben diesen ganzen Wahnsinn auch noch mit Effekten zu unterlegen. Ähnlich wie ihr das bei eurem Zork, Let's Play, nennen wir es mal ein Let's Play getan habt. Und ja, du hast recht, das ist ein ganz schöner Haufen Arbeit und ich glaube, es ist so ähnlich wie bei euch, wenn da nicht so viel Herz dran hängen würde, dann wird man das auch nicht machen, weil das ist,
das ist so aufwendig teilweise. Also es ist eigentlich nicht zu rechtfertigen mit Nummer 1. Nee, eigentlich nicht, aber es ist der innere Schweinehund, der einen antreibt. Und ich meine, es ist schön, dass hier jetzt zwei Menschen miteinander reden, die das schon erlebt haben sozusagen, diese kreative Hölle, in die man sich da begibt und dann im besten Fall wieder rauswartet, so mit einem wunden Arsch, weil man nur auf seinem Hintern sitzt und schneidet und schneidet und schneidet und am Ende irgendwie was rausballert und das vielleicht nach einem Hörspiel klingt. Das war so zumindest der Ansatz auch von unserem Pen and Paper schon ab Tag 1. Ja. Ich würde sagen, das habt ihr, also ich muss wirklich ein großes Lob. Das ist beeindruckend. Also für unsere Zuhörer jetzt, übrigens, es geht also darum, über diese Vertonung, darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen quatschen, weil bei mir war es halt so, als ich angefangen habe, mit Flomora, da bin ich nur auf die Knie gefallen und dachte, oh mein Gott, was machen die sich für Arbeit? Und ihr armen Schweine habt nicht das Glück, dass ihr ja, wie bei uns sind die Episoden relativ kurz und normalerweise sind diese Spiele auch relativ schnell durchgespielt. Und dann können wir halt sagen, ja komm, wir lassen das wieder mit dem Vertonen, ja, weil es ist eine Staffel zu Ende, da ist ein sauberer Schnitt, ja. Ihr müsst das ewig weitermachen. Und vor allem diese Pen-and-Paper-Runden bei euch, die gehen ja Stunden. Ja. Also, wir sind, ich glaube, bei Zork waren es noch ungefähr 30 Minuten. Ja, genau. Ich hab bei euch reingehört in die Zork-Episoden. Das sind so schöne 30-Minuten-Häppchen, das geht. Das kann man mal locker wegschneiden, so. Das finde ich echt noch human. Ja, genau. Und das heißt, und ich habe mir das mit Falk geteilt. Das heißt, ich habe 2 Folgen gemacht, Falk hat 2 Folgen gemacht und wir waren danach im Eimer. Ja, also wir haben die komplette Freizeit irgendwie geopfert, eine Woche lang und nur das gemacht. Und dann ist es ja noch nicht mehr so kompliziert wie bei euch. Und haben dann gesagt, ey, sorry, das geht halt nicht. Und ihr macht, und das war insgesamt dann 2 Stunden Material sozusagen, ja, 4 Folgen Zork. Und bei euch ist ja eine Pen and Paper schon locker 2-3 Stunden lang. Ja. Eine. Und ihr habt, glaube ich, 4 mittlerweile oder 6 sogar. Es ist so, wir haben sie benannt in Episoden, aber manche sind halt auch einfach so quasi Part 1 und Part 2. Und ich glaube, insgesamt sind es 35 Stunden, die wir voll vertont haben. Gott. Ich weiß, ja. Es ist halt wirklich so, wir nehmen das auf, allein schon der Aufnahmeprozess. So ein Pen and Paper, das ist ja auch geil. Du hockst dich dahin an so einem Sonntag, du fängst irgendwann um 10 Uhr in der Früh an und irgendwann abends, im besten Fall 10 Uhr abends bist du fertig. Also nicht nur mit den Nerven, sondern halt auch, dann ist die Runde auch einmal vorbei. Jeder, der schon mal Pen and Paper gespielt hat, der weiß, wie hart das eskalieren kann. Weil im Endeffekt, da kann ja alles passieren. Man kann den dümmsten Scheiß machen und dann dauert es halt mal eine halbe, dreiviertel Stunde, auch wenn der Spielleiter das nicht eingeplant hat. So ist es. Das gehört ja auch dazu, das ist ja auch geil. Und dann beginnt halt für mich nach dem erfolgreichen Abschluss sozusagen der Runde, der Prozess und dann erstmal der Rohschnitt, ganz klar, so wie halt auch eine normale Podcast-Folge geschnitten wird, wird dann halt, sagen wir mal, der unnötige Quatsch rausgecuttet oder irgendwelche komischen Pausen, die beim Pen and Paper ja allein schon durchs Würfeln entstehen, ne, sowas fliegt dann halt rigoros raus. Und dann habe ich einfach nur einen Raw-Cut. So, und dann geht quasi das wirkliche Handwerk in Anführungszeichen los. Und ich habe ja auch nicht gewusst, was ich da tue vor 2 Jahren. Wir haben damit einfach angefangen. Wir haben uns dieses wahnsinnige Konstrukt in den Kopf gesetzt. Wir wollen Pen and Paper im Podcast-Format spielen, aber so, dass es für einen Podcast funktioniert. Deswegen haben wir auch den Claim, dass wir quasi gesagt haben, wir machen einen Podcast-Pen and Paper, kein Pen and Paper Podcast, weil das muss für das Medium geschaffen sein. Deswegen ist unser Regelwerk dahingehend optimiert. Und ich sag mal, im Schnitt gebe ich mir dann auch größte Mühe, dass eben keine Längen entstehen und die Hörer im besten Fall noch mitkommen, weil das ist ja auch mal schlimm, wenn du da mal 2 Sekunden nicht aufpasst, bist du ja komplett raus. Also jeder, der schon mal ein Hörspiel gehört hat. Und das war eben auch so der Anspruch, diese Hörspielkassetten unserer Kindheit. Das war so die große rosane Wolke, die wir uns im Kopf ausgedacht haben. So soll es mal werden. Aber das Ganze dann auch umzusetzen, vor allem als Laie, und das ist schon, also Simon, also ja, das ist heftig. Ja, übrigens, es ist schön, unsere Zuhörer sind die ganze Zeit so, jetzt sag endlich, wie die es heißt. Stimmt. Wir haben immer noch nicht gesagt, wie es eigentlich heißt. Also, wo können denn die Leute jetzt mal reinhören über Flomora, ich hab's jetzt gespoilert. Ja, so, jetzt machen wir hier nochmal einen Hardcut und jetzt stell ich mich nochmal richtig vor für deine Zuhörer, Simon. Hallo, mein Name ist Benjamin Horlitz. Ich bin Teil und Mitgründer der Sofa-Samurais und wir haben ein tolles Podcast-Pen-and-Paper namens Flomora zu finden auf unserer Homepage www.sofasamurais.de. Werbung Ende.
Genau, und das wird dann natürlich auch verlinkt. Und genau, passt auf der Webseite, also ihr macht das alles in einem Feed und alles gemixt. Ne? Also ihr habt quasi euren Podcast-Feed und da kommt sowohl Flomor rein, als auch die Sofa-Samurais-Folgen. Da setzt ihr euch zusammen und sprecht über verschiedene Themen. Und dann gibt's jetzt noch das Dark Souls Hörspiel. Richtig, ja, wir haben etliche Formate und jetzt so Anfang diesen Jahres hat sich's immer mehr so herauskristallisiert in Richtung Hörspiel. Also das Pen and Paper haben wir vor 2 Jahren gestartet. Das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert, bis die erste Staffel abgeschlossen war. Was natürlich auch immer am Schreibprozess liegt, ne? Klar, unser Spielleiter, der schüttelt sich das nicht mal eben so, ne, aus dem Ärmel. Und Privatleben muss natürlich auch noch bewältigt werden. Dementsprechend, ja, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und jetzt warten wir alle schon sehnsüchtig auf die Staffel 2. Das heißt, unser Spielleiter ist da gerade fleißig am Schreiben und Tun und Machen. Und in der Zwischenzeit habe ich natürlich mir überlegt, so, boah, ich muss aber irgendwie in der Übung bleiben. Also auch so vor mir selbst habe ich mir gedacht, so dieses Vertonen von Hörspielen, wenn ich dann jetzt wieder eine neue Folge Flomora schneiden muss, und du hast ja schon gesagt, so, wenn die dann irgendwie 4-5 Stunden gehen, so, dann kriege ich die Krise. Ich muss da irgendwie den Workflow drin halten. Und dann habe ich mich... Ja, du hast einfach zu viel Freizeit, hast du gemerkt, ne, irgendwie. Das Schlimme, das habe ich eben nicht. Alles andere wird dafür geopfert, Simon. Mir geht's ja wie jedem anderen Menschen auch. Das ist halt einfach, da leiden alle drunter. Mein Privatleben, mein Umfeld, Freunde, bekannte Familie. Und was tust du gerade? Ach, ich schneide Podcast. Ciao. Also du antwortest noch den Leuten, die anfangen. Das ist bei uns. Kommt drauf an, wie hoch sie auf meiner Skala stehen. Mutter. Nee, Quatsch. Und jetzt aktuell, also so unser neuester Sprössling ist jetzt das von dir angesprochene Dark Souls. Was ist es eigentlich? Eigentlich ein Hörspiel. Das ist, glaube ich, so die reinrassige Hörspielerfahrung, die wir je gemacht haben. Das habe ich mir auch so irgendwie, das war ursprünglich mal angedacht, jetzt droppe ich hier die Insider-Infos. Ursprünglich hatte ich das mal angedacht als ein Patreon-Format. Wir haben auch eine Crowdfunding-Plattform Patreon, wie die meisten Podcasts heutzutage. Und dann dachte ich mir so, nee, die Idee ist zu gut und wenn ich das wirklich genauso, also wenn ich da genauso nuts gehe wie mit Flomora, und das hatte ich mir fast schon gedacht, dass ich das tun werde, dann will ich, dass das mehr Leute hören. Und dann habe ich das halt einfach mal zusammengeklöppelt und die Idee war, Dark Souls 1 nochmal nachzuerzählen aus der Sicht der Spielfigur. Denn wer Dark Souls kennt, wir wissen, die Spielfigur ist so ein typischer Videospielcharakter. Er spricht nie. Wir stellen ihn uns am Anfang des Spiels selber. Dark Souls, die meisten werden es kennen, Dark Fantasy Universum. Man hat auch einen Charaktereditor. Also potenziell ist alles darauf ausgelegt für, identifizier dich mit dieser leeren Hülle. So. Und ich habe mir aber schon die ganze Zeit so gedacht, irgendwie so, das ist doch eigentlich eine total krasse Welt, in die der Spieler da reingeworfen wird und eigentlich auch die Spielfigur. Und irgendwie muss man das doch, irgendwie nochmal neu interpretieren können. Und das ist es eigentlich. Das ist eine neue Interpretation aus der Sicht der Spielfigur, aus einer Ich-Erzählung mit den Soundeffekten von Dark Souls 1 und noch ein bisschen zusätzlichen Effekten mit untergemischt, was man halt so braucht, ne, um das Ganze irgendwie geil klingen zu lassen. Und da habe ich bis jetzt eine Episode veröffentlicht, die geht auch nur eine halbe Stunde. Also es ist so auf eurem Zork-Level. Und behandelt den kompletten Anfangspart, quasi den Prolog des Undead Asylum. Das sind, ja, für die meisten, die werden es kennen, das ist so Spielzeit, eine Stunde, und das alles auf dem Hörspiel runtergerafft. Und das hat dich auch dazu bewogen, glaube ich, diese Mail zu schreiben. Deswegen bin ich heute hier, ne? Genau, weil ich meine, Flomara, ich weiß gar nicht genau, warum eigentlich erst dann. Das brauche ich mich auch, Simon. Was ist denn los mit dir? Nee, ich weiß nicht genau. Vielleicht, weil es noch mehr an einem Spiel dran ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das auch sehr schön. Und vor allem, wenn man Dark Souls kennt, ist es so gut. Weil ich habe halt wirklich diese Räume vor Augen. Wie man da durch und dann, ach ja, der Dämon. Und dann, ach ja, da hinten ist ja die Tür, wo man durch muss und so. Ich weiß nicht, wie das auf jemanden wirkt, der das noch gar nicht gespielt hat. Aber alleine, wenn man dann den Sound hört, wenn man gestorben ist, dieses Wusch oder wie auch immer, das ist einfach so, oh ja, ich fühle es. Ja, das war tatsächlich so ein Stück weit mein Anspruch, so diese Grätsche zu schaffen, eben für Leute, die das Spiel kennen. Ganz klar, die holt man halt einfach mit purer Nostalgie ab, ne? Logisch, da mache ich es mir quasi einfach und bin so, hier, guck mal, kennst du noch Dark Souls? Hier, hör mal, wie Dark Souls klingt. Und dann geht's den Leuten so wie dir. Das ist ja perfekt, dass das funktioniert. Das ist gerade übrigens auch ein bisschen Marktforschung, was ich hier mache mit dir. Du bestätigst mir meine Idee, dass ich den Leuten einfach die Bilder von Dark Souls 1 ins Gedächtnis rufe, ohne dass sie sich nochmal durch dieses Spiel quälen müssen. Das war so meine Absicht. Ah, das ist sehr lieb. Ich habe tatsächlich aber auch von Leuten gehört, die mich dann angeschrieben haben, so, ja, kann ich das hören? Ich habe noch nie Dark Souls gespielt, was absurd ist im Jahr 2019.
habe ich denen auch gesagt, ja, macht es. Ich habe es eigentlich mir auch so gedacht, dass es den Leuten auch Bock machen soll auf dieses Universum. Und ich scheine das bei dem einen oder anderen auch geschafft zu haben. So, also ich habe ein, zwei Nachrichten auch gekriegt von Leuten, die halt noch nie was mit der Reihe zu tun hatten, die dann auch gesagt haben, boah, ich habe da jetzt total Bock drauf und ich habe das ewig vor mir hergeschoben und das hast du irgendwie so cool gemacht. Und wenn die wüssten, was auf sie zukommt, wie schwer dieses scheiß Spiel teilweise sein kann. Die kleinen Dummerchen. Ja, genau. Viel Spaß damit, ich habe dich in die Hölle geschickt. Ciao! ja, aber ich glaube, ich kann beide Seiten ganz gut so ein Stück weit bedienen damit. Und klar, das ist auch einfach so für mich nochmal so ein Grund, mich da so reinzuschmeißen. Also nochmal mit Sinn in diese Dark Souls Experience. Und ja, ganz klar, also plakativ muss ich sagen, ich reite da so eine Nostalgiewelle von vor über 10 Jahren und gebe den Leuten nochmal Dark Souls 1 als Hörspiel mit. Aber ich habe da irgendwie auch so viel Spaß dran und vor allem, ich habe mir auch so ein paar kleine Dinge angelegt, wo ich habe auch einen bestehenden Charakter genommen aus der Dark Souls Lore. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo die Reise hingeht, denn dadurch, dass ich die Erzählung auch ein Stück weit in der Hand habe, ne, klar, ich werde mich orientieren am groben Spielablauf, aber ich kann mir ja dann auch die Freiheit nehmen, auch mal Sachen wegzulassen, weil, sind wir mal ehrlich, wenn ich jeden Raum nacherzähle, dann bin ich in 2 Jahren noch nicht fertig mit dieser Nummer. Das ist ja Wahnsinn. Also irgendwo muss man da auch mal Kompromisse eingehen. Ja, ja. Aber so eine komprimierte Dark Souls zum Mitnehmen in der Hosentasche und ich kann es mir anhören, Experience ist so mein Ziel mit diesem Format. Ja, was mir auch aufgefallen ist, dass selbst diese ganz kleinen Geräusche, wie zum Beispiel wie ein Pfeil in die Wand schlägt, das ist so ein ganz prägnantes Geräusch und wie man das sofort wiedererkennt. Ja. Stimmt. Und das zeigt so wunderbar, wie stark Sound eigentlich ist oder Töne, ja. Das glaube ich, unterschätzen viele. Und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum du jetzt gesagt hast, zum Beispiel Flo Mora braucht Sound, weil das einfach einen nochmal viel tiefer in diese Geschichte holt. Und das war ja unsere Idee damals mit Zwerg. Und das war, ist ja auch geil, wenn dann die Stimme plötzlich etwas hallig ist, wenn man sagt, oh, wir sind gerade in der Höhle und dann hört man im Hintergrund was runterplätschern oder so, wie bei so einer Tropfsteinhöhle, ist auch viel cooler. So. Und jetzt frage ich mich zum Beispiel, wie oder woher bekommst du denn eigentlich deine Sounds? Weil wir sind auf freesounds.org gegangen. Ja. Das ist eine schöne Seite, da findet man, können Leute kostenlos ihre Sounds hochladen. Aber alleine das Raussuchen hat Stunden gedauert, bis man da den richtigen Sound findet. Ja, also ich will halt eine Holztür mit von mir aus einem hier so einem. Also hier, wie heißt das, so ein Metallring an, ja, so einer Tür, ja, ja, zum Beispiel. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Sagen wir mal, ich will das, weil jo, der klopft an die Holztür mit dem Metallring. Ja. Da kannst du auch erstmal suchen. Und dann ist es auch so, uns war auch wichtig, dass es lizenztechnisch okay ist. Muss also, wollten jetzt nicht einfach irgendwo. Definitiv. Genau. Und wie machst du das denn? Woher kriegst du denn also, die ganzen Wir fangen jetzt mal bei Flo Mora an, weil das ist ja auch so ein Stück weit meine Entwicklung mit der ganzen Thematik an sich, weil ich habe es ja schon gesagt, ich bin ja auch eigentlich ein Laie in dem Gebiet. Ich habe mir das alles autodidakt irgendwie angeeignet. Und was die Sounds angeht, stand ich vor genau so einem Problem wie du. Also die normalen Soundbibliotheken, die man so findet, wie du jetzt sagst, freesounds.org, die ist okay. So, da gibt's vieles, aber allein das Suchen macht dich wahnsinnig. Es gibt natürlich auch wunderbare Soundbibliotheken mit so den High-Class-Sounds, wo du wirklich auf den Punkt genau das findest, was du suchst. Die kosten aber halt auch ein Schweinegeld. Und das war zu dem Zeitpunkt, als wir damit angefangen haben, auch absolut nicht möglich. Also habe ich eine Kombination aus Do-it-yourself, Improvisieren und YouTube gesetzt, tatsächlich. Ich habe sehr viel mit YouTube gearbeitet, habe halt eben auch, sagen wir mal, viele so Privatvideos gesucht von so Leuten. Halt einfach, keine Ahnung, jemand filmt was mit dem Handy. So den Sound von jemand rennt durch einen Gang. Dann gucke ich einfach mal, ob es irgendwelche dummen Handyvideos von irgendwelchen Menschen gibt, die vielleicht genauso eine ähnliche Klangkulisse haben wie das, was ich suche, weil da ist der Sound schon mal frei. Ne? Ich rip mir dann halt einfach die Audiospur von dem YouTube-Video. Ja, das ist okay. Eine Möglichkeit. Oder, so blöd wie es klingt, ich habe ein mobiles Aufnahmegerät, ich laufe durch meine Wohnung und mache die Scheiße selber. Und das, lieber Simon, da kommen ganz neue Dimensionen zum Einsatz. Allein das Rücken von Möbeln. Es gibt eine Stelle in der ersten Folge Flomora, wo unser guter Arzt Dr. Vox Vorbis etwas mit einem Mörser bearbeitet. Und ich war auch so, wo kriege ich jetzt einen Mörser-Sound her? Weil der hat halt irgendwelche Kräuter angerührt. Ja. Und ich so, Moment, ich habe einen verdammten Mörser in meiner eigenen Küche. Und dann bin ich in meine Küche gewartet mit meinem Soundgerät und habe meinen eigenen Mörser einfach aufgezeichnet. Das klingt so banal und so dumm. Aber auch so Sachen wie, ein Schlüssel fällt auf den Boden. Ja. Du hast 10.000 Schlüssel in deiner eigenen Wohnung. Schmeiß doch einfach einen dummen Schlüssel auf den Boden und nimm den Sound selber auf. Das ist, also
auch so Wassertropfen oder Wasser in eine Flasche gießen oder umgekehrt Wasser aus einer Flasche herausgießen. Also man kann so viel auch daheim produzieren oder einfach mal einen Gewittersturm aufnehmen. Das klingt super nerdy und auch mega dumm, aber wie ich mich gefreut habe, als wir vor 2 Jahren mal so ein richtig fettes Sommergewitter hatten und ich so, ja, endlich Regen, der laut genug ist, Fenster hochgemacht, irgendwie so das Rollo noch davor, damit das Aufnahmegerät nicht nass wird, Aufnahmegerät ans Fenster, 20 Minuten Regen aufgenommen, passt, reicht mir für immer, großartig. Und was ist denn das für ein Aufnahmegerät? Also wir haben da auch, also die haben wir ursprünglich für den Hauptpodcast eigentlich organisiert, ein Tascam nennt sich das, das ist die Marke, das ist einfach so ein mobiles Aufnahmegerät, da gibt's verschiedenste Modelle und ja, mit dem bestreiten wir auch einen Großteil unserer Outdoor-Podcasts, also wenn wir quasi auf die Gamescom fahren oder sonst irgendwelche Messen besuchen, dann nehmen wir immer dieses Gerät mit. Aha. Ist hauptsächlich natürlich dafür gedacht, um Gespräche und normales, ja, sagen wir mal, ja, so Atmosphären und Flair aufzunehmen von irgendwelchen Räumlichkeiten, ja. Aber eigentlich schon eher auf Sprache geeicht, aber es lassen sich auch super gut einfach normale Sounds damit aufnehmen, weil die Tonqualität doch recht okay ist für ein Gerät dieser Preiskategorie und ja, mit dem ziehe ich dann durch meine eigenen 4 Wände und rücke Möbel, schließe Türen, klopfe an Türen und schmeiße Zeitungen auf den Boden, wenn ich irgendwelche Sounds brauche und es, ja, es ist manchmal echt schon verrückt irgendwie. Und die Nachbarn denken sich, was ist das denn da? Ach du, die sind es gewohnt. Also das Tascam-Ding sieht ein bisschen aus wie ein Stromschocker. Ja, genau, der hat oben so 2 Aufnahmeköpfe. Genau, 2 Mikrofone, ne? Kann man Stereo. Richtig, ja, aufnehmen. Genau. Also das ist halt, ja, normalerweise kannst du daran auch noch 2 normale Mikros noch per Phantomspeisung mit anschließen. Also es ist wirklich ausgelegt für, ja, so, ja, Reportertätigkeiten und wir haben uns das halt einfach organisiert, um halt auch mal den Podcast nach außen tragen zu können. Und das hat sich dann in dem Fall halt echt bewährt gemacht, weil ich dann so frei war in meinen eigenen 4 Wänden, um halt allen möglichen Schabernack damit aufzuzeichnen. Weil es ist halt einfach so, wie du schon sagst, die Suche, die macht dich manchmal wahnsinnig. Es gibt einfach, ja, vor allem wenn du Sounds erschaffen musst von Dingen, die eigentlich nicht da sind. Das kann ja mal vorkommen in so einem Pen and Paper. Unsere Welt ist angelehnt an so ein viktorianisches London, so zur Schwelle der Industrialisierung, aber mit ein bisschen mehr Fantasy, so in dem Stil sind wir. Das heißt, es kann auch einfach mal so fantastische Sounds nötig sein, wenn es mal abseits von irgendwelchen Magiegeräuschen oder ein Feuerball fliegt. Und dann wird's richtig knifflig, wenn du dir dann selber so richtige Soundteppiche zurecht biegen musst. Ich habe zum Beispiel den Sound für das Abschießen eines Eispfeils mal komplett selber irgendwie mir zusammenbasteln müssen. Und dann stehst du auch erstmal da. Und dann, wie klingt ein verdammter Eispfeil, wenn er jetzt nicht aus einem Zelda-Spiel kommt oder so, ne? Und dann stehst du wie so die Kuh vorm Berg und verfluchst erstmal den Spielleiter so nach dem Motto, warum hast du an Eispfeile gedacht? Ich darf mir diesen Sound jetzt selber erschaffen. Ja, und dann stehst du da und machst irgendwie so das Hauchen von das Hausen von so einem eisigen Windhauch kombiniert mit so einem türkischen Pfeil. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen, die machen so ein ganz prägnantes Pfeifgeräusch, wenn die abgeschlossen werden. Okay. Das habe ich irgendwie kombiniert, dann noch mit so einem Glasklirren im Hintergrund, dass es irgendwie so an Winter und Eis erinnert und in Kombination mit ein bisschen Hall hat das dann irgendwie funktioniert und plötzlich hast du einen Eispfeil aus dem Nichts erschaffen und bist so, okay, das hat mich jetzt, ach ja, nur eine Dreiviertelstunde Lebenszeit gekostet für einen Sound. Gut, dann klicke ich mal jetzt 2 Sekunden weiter. Ja. Aber 3 Stunden, finde ich, geht ja sogar noch. Also alleine die ganzen Sachen sich zusammensuchen, dann die richtige Kombination finden, das miteinander abmischen. Und dann kommt ja noch der nächste Schritt. Selbst wenn du die Sounds alle hast. Also wir hatten dann natürlich nach einer Weile schon eine kleine Bibliothek mit ein paar Türen, die aufgehen, ein paar Bodenklappen. Und das kann man ja wiederverwenden. Natürlich, klar. Ich habe mir mittlerweile auch einen riesigen Ordner zusammengestellt an solchen Sounds. Genau. Aber alleine das Platzieren hat auch ewig gehört. Das hätte ich mir, also meine naive Fantasie war, oh ja, cool, dann höre ich mir das nochmal an hier so und dann sagt der Falk so, oh, wir machen jetzt die Tür auf und dann klicke ich hin und dann mache ich den Sound rein. Nee, du klickst da hin, dann gehst du erstmal in die Soundbibliothek, ziehst das irgendwie rein, dann ist es doch nicht in der richtigen Stelle, dann musst du nochmal hin und her scrollen und machen und gucken und dann stellst du fest, ach ja, Falk hat zwar gesagt, er macht die Tür auf, aber dann hat Simon nochmal blöde rumdiskutiert und eigentlich hat er noch gar nicht die Tür aufgemacht, weil der Befehl erst später gegeben wurde im Text-Adventure und dann muss man es nochmal verschieben und verzuppeln und also das hat so ewig gedauert, das einfach zu platzieren und zu machen. Bin ich voll bei dir, Simon. Endlich jemand, der mich versteht. Ich fühle mich gerade in so einer Selbsthilfegruppe. Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine kleine. Ja. Aber das heißt ja, hast du ein grobes Gefühl, wie viel Post-Production du pro Stunde investieren musst? Also pro Stunde,
ich sag mal, also wenn ich den Rohschnitt durch habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, also einmal quasi die Gesprächsfetzen an die richtige Position rücken, was ich dann nachträglich natürlich auch noch verändern kann, durch die, wie von dir schon angesprochenen, Sounds einfügen. Mhm. Also ich glaube, pro Stunde kommt man auf so eine Post-Production von, es kommt immer drauf an, wie der Flow ist und ob ich gerade eine Stelle habe, wo ich wieder viel Neues machen muss oder auf Bestehendes zurückgreifen kann. Aber ich glaube, so zwischen 2 und 3 Stunden locker. Ich brauche so im Schnitt pro Flomora-Folge wirklich 2 Wochen Nachbearbeitung intensiv, wenn ich wirklich jeden Tag irgendwie mal so mindestens 3-4 Stunden dran rumwerkel, je nachdem. Ja, also wir machen auch einen Game Dev Podcast. Und da ist es bei mir so, ich mache da auch Schnitt, höre mir alles nochmal an, mache Äs raus, füge Links hinzu, über die wir gesprochen haben. Da ist es bei mir so 1:3. Also für jede Stunde brauche ich 3 Stunden Nachbearbeitung. Komplett, bis es dann veröffentlicht ist auch. Ne? Also da zählt auch dazu, dann auf die Webseite das zu machen und sowas. Und ich glaube, bei für eine halbe Stunde Zork haben wir ungefähr 3 Tage jeweils mindestens 2 Stunden. Also 6 Stunden für eine halbe Stunde war schon bei uns drin. Das hört sich aber so an, als wärst du wesentlich fixer da. Naja, also mittlerweile, Simon, wir reden von dem Jetzt-Stand so. Ich mache das, also das Vertonen jetzt von Hörspielen, angefangen mit Flomora, das habe ich zum ersten Mal jetzt eben auch vor 2 Jahren gemacht. Mittlerweile habe ich da ja auch einen gewissen Workflow und habe zumindest ein grobes Bild im Kopf, was ich wie wo mache. Jetzt nicht die einzelnen Sounds an sich, weil die mache ich natürlich auch je nach Situation entsprechend dann rein, aber ich habe zumindest meine Wege und Pfade im Kopf, die ich allein schon mit der Hand oder der Maus eben machen muss. Das wäre ja auch schlimm, wenn ich irgendwie nicht eine Form von, ich sag mal, Verbesserung oder Steigerung in dem, was ich da tue, spüren würde an mir selbst. Aber ich sag mal, die erste Folge Flomora, das war auch, ich kann dir nicht sagen, das war ein riesiges Bollwerk. Ich habe da, glaube ich, auch 1 Monat dran geschnitten. Auch so immer so ein iterativer Prozess, weil die Jungs haben das dann natürlich auch erstmal wieder Probe gehört. Dann müssen sich alle erstmal wieder 5 Stunden kollektiv durch dieses Machwerk durchwühlen. Das war bei der ersten Folge auch, wer schon mal sowas Kreatives gemacht hat, der kennt diesen Prozess, dieses immer wieder iterieren und da vielleicht noch ein bisschen und kannst du da noch und da hinten noch eine Glasscheibe und ich bin da bloß so, oh Gott, wenn ich das einfüge, muss ich 15 Spuren verschieben. Und das war am Anfang auch schon, also teilweise ein schmerzhafter Prozess, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und mittlerweile ist der Workflow einfach schon ein bisschen besser. Ich würde mich da trotzdem immer noch nicht als Profi bezeichnen, aber um vielleicht auch so ein Stück weit wieder die Brücke jetzt in Richtung Dark Souls zu schlagen, ich habe es in der Folge auch selber gesagt, das Skript schreiben, weil das war jetzt für mich das Neue, weil ich musste ja diese Ich-Erzählung auch irgendwie zu Papier bringen oder zumindest mir irgendwie ausdenken. Das war diesmal das Aufwendigere für mich persönlich als das reine Vertonen, wenn ich ehrlich bin. Da hatte ich irgendwie schon, also nicht so das Gefühl, dass ich jetzt ja da so viel, ich sag mal, dass es sich wie Arbeit anfühlt, in Anführungszeichen, weil das sollte es ja nie tun, aber das läuft schon irgendwie. Sag ich mal so. Das ist ja cool. Sag mal, du hast ja relativ viel Freizeit, hast du ja vorhin gesagt. Ja, danke. Da könntest du doch eigentlich unsere Folgen vertonen, ja, wenn das so schnell geht. Ja, klar. Nee, tatsächlich haben wir vor einer Weile mal nach jemandem gesucht, der das macht. Wir hätten uns auch, kennst du Flatter noch von früher? Oh Gott, ja. Das war mal so ein Bezahlsystem und da haben wir ungefähr pro Monat irgendwie 50 Cent eingenommen. Also wir hätten auch unsere gesamten Flatter-Einnahmen dafür ausgegeben. Ich nehme auch PayPal. Wenn das jetzt hier eine öffentliche Bewerbung sein soll, dass die das nicht bitte, dann kann das okay. Wir können die Details nach dem Podcast klären. Nee, wir hatten tatsächlich, weil wir gesehen haben, das ist einfach zu krass, haben wir uns überlegt, naja, vielleicht gibt's ja Leute, also zum Beispiel gibt's ja auch, also man kann ja sowas auch studieren, also so in Richtung Audio und sowas. Und da haben wir diese Idee gehabt, vielleicht gibt's ja Studenten, die Bock haben oder die sagen, ey, ich will das ja studieren, ich will das üben, ich will Hausaufgaben machen und so, aber ich habe gerade kein Projekt oder sowas und hatten wir dann überlegt, ob da vielleicht jemand finden, der unsere Folgen vertonen möchte. Aber das hat dann nicht so gut geklappt und die Studenten hatten keinen Bock, sich ausbeuten zu lassen, oder wie? Ja, das war nämlich ein Tobel. Nee, wir haben tatsächlich keine gefunden. Wir haben dann mit einer professionellen Soundfrau gesprochen und die hat sich dann mal rangesetzt und hat auch sofort erkannt, nee, sorry, also das funktioniert überhaupt nicht. Also zeitlich ist das nicht machbar, also vor allem unentgeltlich. Ja, ne? Also da muss ich auch, also Simon, falls das jetzt doch eine Bewerbung werden soll, also unentgeltlich wäre halt wirklich Wahnsinn bei diesem Arbeitsaufwand, der da drin steht. Wahnsinnig auch gut, natürlich, ne? Wahnsinnig gut für euch und so, siehst du, das war nämlich der Trick hier, ne, von wegen zum Interview einladen. Ja, ich wollte nur auf Band haben, dass du gesagt hast, ja, das ich mache das und das ist sehr gut. Ja.
Nee, aber sag mal, hast du, mit was für eine Software machst du das eigentlich? Achso, Adobe Audition, tatsächlich. Ah, okay. Ich bin... Okay. Da habe ich noch nie mit gearbeitet. Wir haben das damals in Audacity gemacht, tatsächlich. Oh Gott, das wäre, also, nee, ja, ja, nein. Das, einfach ja. Nein. Ja. Simon, nein, nein. Das Ding ist, ich habe, also als wir den Podcast gestartet haben 2016, habe ich im Vorfeld, wir haben viel rumprobiert, so vor allem auch, es war von Anfang an klar, ich hatte Bock, das zu schneiden. Und deswegen hatte ich mich da auch bemüht, mich da irgendwie reinzuarbeiten. Auch da wieder völlig blauäugig an die Sache rangegangen. Ich habe aber schon frühzeitig gemerkt, dass ich mit sowas wie Audacity, das nutzen wir bis heute noch zum Aufnehmen, weil dafür ist es super. So, das braucht kaum Ressourcen, das Programm, das läuft im Hintergrund ewig. Wenn dir der Rechner mal abschmiert, das Ding hat ein Backup, das ist felsenfest, ist großartig. Aber zum Schneiden an sich, absoluter Quatsch. Das ist wirklich auch normale Podcast-Schneiden, ja. Ich würde da drin wahnsinnig werden. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass Adobe doch in dem Fall irgendwie die bessere Wahl ist. Und ich glaube, ich benutze nicht mal, ähnlich wie bei unserem Gehirn, nicht mal 80% der Möglichkeiten, die mir dieses Programm bietet. Aber ich glaube, dass es dann doch für das Hörspiel letzten Endes sich als sehr gut erwiesen hat oder sehr clever, weil ich ja damit einfach sehr viele Möglichkeiten habe, die ich dann jetzt natürlich auch so Stück für Stück damit entdecke, wie da mal ein Hall rein, für da mal ein Loop, irgendwie etwas verzerren oder mach, dass es klingt, wie als würde ich durch die Sprechanlage eines Helikopters zu dir reden. Okay, ich will mich mal durch die Einstellungen und Audition bietet da dann doch immer die ein oder andere Lösung. Ja, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich wahrscheinlich immer noch Laie, obwohl ich das jetzt seit 3 Jahren irgendwie mache mit diesem Programm. Aber also mit sowas wie Audition ist es, glaube ich, unmöglich. Mit Audacity. Mit Audacity, ja. Genau, also haben wir dann auch gemerkt. Jetzt für die aktuellen Sachen benutzen wir Reaper. Hast du das schon mal gehört? Nee, tatsächlich nicht. Das ist von den Leuten, die früher Winamp gemacht haben. Okay. Und das ist halt so ein Schnittding. Und eigentlich ist das, glaube ich, für Musiker. Und das Interface ist ganz schrecklich. Aber es gibt ein tolles Plugin. Das Ding ist nämlich komplett pluginisierbar. Und das heißt Ultraschall. Und das ist für Podcaster gemacht, sozusagen. Und das entschlackt das Interface ein bisschen. Und damit kann man auch ganz gut schneiden. Aber wahrscheinlich ist das jetzt, wenn du einmal an Audition gewohnt bist, dann macht das wahrscheinlich keinen Sinn zu wechseln, aber ja. Ich weiß auch gerade nicht, wie relevant das jetzt gerade für eure Zuhörer ist, ob das jetzt bloß so gerade gegenseitiges Buzzword hin und her geschmeißt ist und alle sitzen da mit Fragezeichen. Du, ich glaube, wer bis hierhin gehört hat, der interessiert sich halt für das Thema Sound. Das sind halt diese zwei Leute, die auch überlegen, ob sie was vertonen wollen oder so. Und für die ist das dann interessant. Geil. Ich habe auch von vielen Leuten gehört. Tatsächlich. Hindenburg soll auch eine gute Wahl sein. Zumindest jetzt nur fürs Podcast an sich. Ich habe es selber noch nie verwendet, aber es gibt viele, die darauf schwören. Stimmt. Das ist nicht nur ein Zeppelin, der mal abgestürzt ist, sondern es ist tatsächlich auch ein Programm, was ich auch öfters mal höre, aber keine Ahnung habe. Ja. Sehr gut. Und sag mal, aber hast du eigentlich schon mal den Begriff Foley Artist gehört? Nee. Soll ich das schnell googeln, um nicht wie ein Trottel zu wirken oder klärst du uns alle auf? Nee, das ist mir auch erst letztens untergekommen. Und zwar war das denn ein Mann, Foley hieß der mit Nachnamen. Und das war einer der ersten, der angefangen hat, mit irgendwelchen Objekten Geräusche zu machen, um Filme zu vertonen, meine ich. Ich glaube, es waren Filme. Ah. Ja, okay, gut. Dann habe ich das schon öfter gesehen, bloß ohne Berufsbezeichnung. Genau, genau. Und das nennt sich nämlich Foley Artist. Da gab es übrigens, das werde ich auch mal verlinken, eine richtig coole Folge gerade in einem anderen Podcast, ein Interview mit einem Foley Artist. Super spannend, wo die auch mal so ein bisschen droppen, was die benutzen für welche Sachen. Oh, ja. Zum Beispiel, was hat er gesagt? Schritte im Schnee, da benutzen die ganz viel, Kartoffelmehl oder Maismehl, irgendwie so ein grobkörniges Mehl, wo sie dann einfach mit den Händchen drin rumpatschen und dann klingt das so wie ein Schritt im Schnee und sowas. Auch besonders geil, wenn du dir das dann reinziehst, wie sie auch so, sagen wir mal, so Blut- und Gekröse-Sounds machen, wenn sie einfach in so einer riesigen, in so einem riesigen Wassermelone so rummanschen mit ihren Händen, um irgendwie so das von Gedärmen irgendwie zerreißen, zu simulieren und so. Das ist fantastisch. Was für ja, auch hier wieder kreative Leute, die da irgendwie alle möglichen Haushaltsgegenstände missbrauchen und das Beste rausholen. Generell Musiker oder auch, ja, alles, was so mit der Vertonung von Videospielen auch zu tun hat oder generell Sounddesigner, das ist Wahnsinn. Da
da gibt's Ideen und verrückte Konzepte, was die Leute ausgraben und aus was die Leute überhaupt alles Töne rausholen, um irgendwie eine Soundkulisse zu schaffen, die am Ende des Tages total glaubwürdig wirkt auf dich und in welchem Medium auch immer, ist fantastisch. Ich liebe das. Ich bin da mittlerweile auch so reingewachsen und voll der Sucker dafür geworden. Du fängst auch irgendwann an, so ein Gehör dafür zu kriegen. Das ist vielleicht schlimm, sage ich dir. Das ist, da kriegt man so richtig autistische Züge, so nach dem Motto, Moment, das Geräusch habe ich doch schon mal irgendwo anders gehört. Das ist furchtbar, wenn dir irgendwann auffällt, dass andere Leute in welchem Medium auch immer, in Videospielen oder sonst wie, Sounds verwenden, die du schon mal gehört hast, weil das so Stock-Sounds sind, die immer und immer wieder verwendet werden von allen. Das macht dich wahnsinnig irgendwann. Mm. Das ist krank. Ja. Mm. Das ist wie mit Comic-Sounds oder sowas, die Schriftart, wenn man sie dann überall sieht. Ja, genau. Die Grafikdesigner weinen bei Comic-Sounds und ich bei irgendwelchen Stock-Sounds aus dem Internet. Royal Free, okay. Ja, gut, aber wenn's der einzige Türaufmach-Sound ist, den es gibt, ja, dann ist das halt so. Naja, nur diese Foley-Artists, die machen das halt professionell und die machen das halt viele Jahre und kennen sich damit natürlich aus und haben dann auch so einen riesigen Schuppen voller irgendwelcher Objekte, die sie aneinander reiben und dann machen sie halt keine Ahnung, was für Geräusche damit, aber umso beeindruckender ist es halt, dass ihr das vor allem in so einer Qualität und in Umfang raushaut und eben das ja nicht professionell macht. Ne? Genau. Also ich finde es vor allem auch cool, dass du sagst, du nimmst selber welche auf. Wir haben, glaube ich, nee, das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns wirklich nur aufs Internet verlassen und dann war das halt so, ne? Ja. Ja, aber wie du schon sagst, man stößt da recht schnell an die Grenzen des Internets, zumindest des Gratis-Internets sozusagen, oder man muss da einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit in die Suche nach dem passenden Sound eben verbringen und das, ja, wenn man die Möglichkeiten hat, ne, muss man halt irgendwie kreativ werden und das sind halt auch einfach so Sounds, die findest du eigentlich auch so nicht, wie, ich habe schon den Schlüssel auf den Boden schmeiß-Sound angesprochen, da war einfach nicht das Richtige für mich mit dabei, so weder bei den komischen YouTube-Videos von irgendwelchen random Menschen aus dem Internet und dann ich war gezwungen dazu, weil es mir alles irgendwie nicht gepasst hat, das war nicht der Sound, ich wollte das so nicht und dann wird auch so der innere Monk in einem wach, das ist ganz schlimm, wenn man dann so wirklich pixelgenau irgendwie irgendwas platzieren will, hast du ja auch schon angesprochen, so dieses, genau. Der Tür-Sound muss genau an dieser Stelle. Und wenn er da nicht ist, dann ist es scheiße. Das ist ganz schlimm. Genau, oder mancher muss es ein bisschen verzögert sein, weil es dann sich irgendwie besser anfühlt oder irgend sowas. Und jetzt wollte ich noch was fragen. Nur zu? Jetzt habe ich vergessen. Ich habe es vergessen. Aber gibt es da noch was, wo du jetzt gesagt hättest, abgesehen von dem Sound? Ach ja, jetzt habe ich es. Genau. Was bei uns noch länger gedauert hat, ist Folgendes. Ich wollte, auf dieser Freesounds-Seite gibt es, freesounds.org, gibt es sowohl Sounds, die CC0 lizenziert sind. Das heißt, man kann sie einfach benutzen, ohne jemanden zu nennen oder so, den Autor. Und es gibt welche, die, da muss man den Autor nennen. Und bei mir war es dann so, ich war dann zu faul, zu filtern, welche jetzt wie und welche so sind. Deswegen habe ich einfach alle aufgelistet. Unter den zurückfolgenden vier findet ihr eine Liste von allen Links zu allen Sounds. Allein diese Liste zu machen, hat ewig gedauert. Ja, nochmal hier die URLs rauskopieren und dann nochmal den Namen schreiben. Boah, das war eine Arbeit. Ja, das stimmt. Also das ist dann wirklich besser, wie ihr es macht, wenn ihr da entweder nur auf lizenzfreie Sachen oder es einfach selbst machen zurückgreift. Ja. Das ist halt generell auch so ein Ding, was halt das Podcasten angeht. Also was vielleicht auch so meistens unterschätzt wird, ist die ganze Arbeit danach. Also nicht nur jetzt in dem Extremfall, wie wir jetzt gerade darüber reden, sondern auch so ein genereller Podcast. Der Schnitt, okay, ja, gut. Vielleicht noch ein Episodencover dediziert ist dafür. Das muss vielleicht auch noch gebastelt werden. Der Blogpost muss geschrieben werden und wie du schon sagst, für alle Verlinkungen noch mit rein. Ja, natürlich. Ja, da kann auch noch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach bloß mit Getippe draufgehen. Ne? Das ist locker drin, ne? bei einzelnen Episoden. Das passiert einfach, klar. Aber ich würde gerade sagen, wir sind ja nicht hier, um zu meckern. Wir machen es ja gerne. Aber das sind einfach so Dinge, die vielleicht auch meistens nicht gesehen werden, was ja auch okay ist. Weil ganz ehrlich, ich kenne mich in anderen Medien auch nicht aus. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, irgendwie, keine Ahnung, einen Fernsehbeitrag vorzubereiten, dass er jetzt bei Sat.1 in irgendeiner Show 5-Minuten-Beitrag, wie viele Stunden da reingeflossen sind. Ne? So ist es halt. So, wenn du nicht drin steckst, dann nimmst du es einfach so hin als gegeben. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir zwei gerade darüber sprechen und das mal so uns gegenseitig mal so wertschätzen können, was da eigentlich so passiert ist. Ja, und ausweinen. Ja, eigentlich weinen wir uns doch gerade die Ohren voll. Genau. Hast du oder habt ihr mal drüber nachgedacht, Live-Vertonung zu machen? Oh Gott, ja, aber das ist super scheiße. Ich glaube, das würde, also zumindest fürs Pen and Paper würde das absolut nicht funktionieren. Ja. Das nimmt zu viel.
Dann wäre der Klangteppich nicht so dicht. Man müsste ja dann das komplette Konzept umschreiben. Also es gibt ja schon Live-Ansätze für Pen and Paper. Ich meine, ganz großes Beispiel, das muss man, glaube ich, den wenigsten noch sagen, wären da in dem Fall die Pen and Paper von den Rocket Beans. Mhm. Die machen ja diesen Live-Ansatz sozusagen. Und da müssen sie natürlich auch gewisse Kompromisse eingehen, was halt das Writing der Geschichte angeht. Mhm. Und dann merkt man das halt auch, wenn die ihre Runden spielen. Das ist alles wirklich wunderbar. Alle Beteiligten machen das echt ganz großartig. Aber was vor allem, und das war unserem Spielleiter sehr wichtig, dann natürlich so ein Stück weit wegfällt, ist das Aufbauen von Charakteren und dann halt auch gewisse Stimmungen halten und erzeugen, weil wenn du das in einem Live-Kontext spielst, du kannst es nicht so dicht erzählen, ohne dass die Leute sich langweilen, weil wir können ja dann auch gegebenenfalls gewisse Längen, die entstehen, oder ich muss mal schnell den Wert in meinem Charakterbogen nachschlagen, das darf da im Optimalfall nicht passieren, weil ansonsten langweilen sich die Zuschauer und wir haben halt den Vorteil, dass wir eben dadurch, dass wir eine Nachbearbeitung haben, solche, ja, sagen wir mal, Designunfälle dann einfach rauscutten können. Am Ende des Tages hört es der Hörer nie und wir können insgesamt halt noch sehr viel mehr Details dann reinschmeißen und halt auch so kleine Wegwerfsounds, die wahrscheinlich nie jemandem auffallen. Aber sie sind da, sie sind für mich da, ich habe sie für mich da eingefügt, ich weiß, dass es da ist und ob das am Ende des Tages jemand hören wird, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, wir würden uns da selber kreativ so ein bisschen beschneiden. Das heißt natürlich nicht, dass wir es nicht vielleicht irgendwann mal machen, aber man müsste das komplette Konzept umstellen und wir bräuchten dann so eine Art Regie, die halt gewisse vorgefertigte Sound-Samples schon hat, dann, um die dann abzufeuern in den gewissen Situationen, damit das dann doch irgendwie wieder geil wird, ne? Also nicht so ohne weiteres. Ich meinte aber eigentlich auch eher Live-Vertonung. Also nicht direkt live aufnehmen, sondern, also ihr nehmt euch auf, und dass es da noch eine andere Person gibt. Ja, ich weiß schon, du bist über ein Soundboard, ne? Sozusagen dann. Die sozusagen über eine Art Soundboard und dann müsste sie natürlich die gesamte Geschichte vorher kennen. Ja. Und die Sounds vorbereiten und dann das alles schon bereit haben und dann für euch die Sounds live einspielen, damit ihr dann auch als Spieler das schöner erlebt noch. Ich weiß. Ich mag den Gedanken auch, ich finde ihn gut, weil es uns natürlich noch mehr reinziehen würde. Ja. Aber ganz ehrlich, Simon, wer soll denn das leisten? Also, das weiß ich auch nicht. Vor allem, wie groß ist das Soundboard? Das sind dann so 50 Millionen Tasten, ne? Richtig. Erstens das, ich stelle mir da gerade vor, dass da so ein Typ sitzt, gefühlt vor so einer riesigen Orgel, jede Taste ein Ton, ein Sound oder ein Klangteppich, den im besten Fall dann noch alle irgendwie auch noch abnicken können, so, ja, die Situation in dieser Höhle klingt jetzt so und so, und dann sitzen da vier Leute am Tisch und sagen so, nee, die Höhle klingt für mich anders. Und dann bist du halt auch direkt wieder abgefuckt in dem Moment. Also ich glaube, das wäre ein Albtraum, Simon. Ein kreatives Massaker. Das Ding ist, wir hatten halt drüber nachgedacht, ob das möglich wäre, dass man müsste eine Person haben, die das Text-Adventure dann halt schon kennt, die Sounds vorbereitet und dann könnte man das live, zumindest so wie so eine Art Grobschnitt. Ja, also man könnte dann nochmal rübergehen, aber dann hättest du zumindest schon, weiß ich nicht, den Drachenschrei an der richtigen Stelle grob und die Tür auf und so. Und das heißt, du hättest dann schon mal so einen Grobschnitt, könntest da noch mal kurz alles zurechtzuppeln, dass es noch ein bisschen besser getimed ist und dann noch mal drüber gehen mit noch ein paar extra Sounds, aber vor allem zum Beispiel die Hintergründe, ja, weil wenn ihr zum Beispiel eine Szene habt oder bei uns ist es ja auch so, wenn das heißt, oh, wir sind auf dem Marktplatz, ja, dann ist man da ja erstmal ein paar Minuten zumindest. Richtig, ja, und dann könnte der Hintergrund Sound schon mal schon mit drin sein, weil auch die hinzuschneiden und dann zu ändern und dann ineinander übergehen zu lassen, das ist ja auch viel Arbeit, die in der Post-Production gemacht wird. Und das könnte ja theoretisch durch eine dritte Person sozusagen gemacht werden, aber haben wir auch nie. Wäre aber, glaube ich, tatsächlich in eurem Kontext sogar einfacher umzusetzen, weil eure Geschichte ja eigentlich schon auch linearer ist oder hat meistens halt einfach bloß gewisse Wenn-Dann-Fälle, die man ja schon im Vorfeld klangtechnisch abdecken könnte. Ja. Aber ich sag mal, im Falle unseres Pen and Papers wäre es nicht möglich, weil sich da die Geschichte ja natürlich auch dank uns Chaoten als Spieler in jegliche Richtung entwickeln kann. Und da von einer normalen harmonievollen Szene sich dann plötzlich alles eskalieren kann und dann ist gerade der Sound für den Kampf nicht da, das wäre ja auch irgendwo, ne? Ja, aber ich glaube, für euch wäre das tatsächlich machbarer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine schöne Idee, aber braucht natürlich auch einen Dritten, der dann da voll mit drin ist und das geht. Und da kommst du ins Spiel. Ja, natürlich. Leute, helft mir, er will mich rekrutieren. Genau. Gibt es noch etwas anderes, was dich so bei der Arbeit überrascht hat, wo du jetzt nicht mit gerechnet hättest, abgesehen von Sounds zusammensuchen und die dann ordentlich einfügen und Library aufbauen und so weiter? Gibt es noch was, wo du sagen würdest, also
sagen wir mal so, wenn das jetzt jemand hört, ja, und der denkt sich, hey, ich möchte auch gerne mal was betonen, welchen Grund würde es geben, das ja nicht zu machen? Ja, ich sag mal so, es kommt auf den Anteil eures Sitzfleisches an, denn ich habe es eingangs schon mal als Gag erwähnt, das war aber eigentlich gar keiner. Wenn du irgendwann während des Schneidens nach unzähligen Stunden auf deinem Arsch an den Punkt kommst, wo du nicht mehr sitzen kannst, weil du schon sehr viel gesessen hast, dann würde ich mir Sorgen machen. So, das, also es setzt hier wirklich physisch zu. Und ich bin dann auch so jemand, ich bin dann auch wie im Tunnel drin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon, wenn du was schneidest. So, ich bin dann so in diesem, ich will, dass das fertig wird, Modus drin. Und fast schon autistische Züge lege ich da an den Tag und starre dann Stunde um Stunde in diesen Rechner rein. Und es macht mir gar nichts so mental. Ich bin da, ich gehe da voll drin auf. Aber irgendwann meldet sich der Körper und der menschliche Körper ist ein Arschloch und sagt dir dann so, ey, hallo, du kannst nicht die ganze Zeit sitzen. Du bist nicht dafür ausgelegt, du Depp. Und ja, dann sitzt man da und plötzlich wird das normale Bahnfahren auch zu einem Martyrium, weil man nicht mehr sitzen kann im Alltag, weil man die ganze Zeit nur Podcast schnittert. Also Leute, Podcast schneiden gefährdet die Gesundheit. Man macht das lieber nicht, vor allem nicht in so langen Sessions. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du hören wolltest, aber ja. Nee, überlass es lieber den Laien wie uns. Genau. Wir machen das gut. Und vertont ja nicht kommt ja nicht auf die Idee, Sachen zu vertonen, ja. Was ihr machen könnt, ist das live nebenbei zu machen. So zum Beispiel, jemand geht auf den Boden, dann kommt ein Wind und dann kommt ein Vogel. So geht das. So kann man das noch machen. Alles andere. ich hoffe, das war jetzt meine Bewerbung an die Leute da draußen. Wenn die jetzt hören, Bam, und der kann aber tolle Geräusche machen, dann könnt ihr mich fulltime einstellen. Der hat aber eine geile Stimme. Okay, super. Ich würde sagen, da meine Frage, ich habe keine Fragen mehr. Wenn du jetzt nichts. Das ist keine Frage mehr, Simon. Das ist aber schade, nee. Zuhörer. Ja, weiß nicht. Oder vielleicht weinen die auch schon und denken sich, wir wollen aber wieder Text-Avenge haben. Wer weiß. Also, genau, liebe Zuhörer, ihr könnt gerne schreiben, wie ihr unser kleines Interview fandet oder ob ihr zum Beispiel Fragen habt. Und wenn du jetzt nichts mehr hast, Benni, dann. Jetzt mache ich eine Pause, damit du einschreiten kannst und noch was einwerfen kannst, wenn du noch was loswerden möchtest. Gut. Ich bin wunschlos glücklich. Perfekt. Okay, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ich empfehle ganz, ganz großen Wortes, weiß nicht, dass jeder, der das jetzt hier hört, auf jeden Fall auf die Flomora-Seite geht. Das ist wirklich fantastisch. Tolle Story, tolle Musik, tolle Sounds, alles, also richtig cool. Und dazu spielt ihr auch eure Charaktere immer so schön. Also so in Character. Also ihr habt da ja auch Spaß dabei, danke, aber es ist halt nicht nur rumgeflaxe, sondern es ist echt, echt cool, echt schön. Genau, also alle gehen da hin und hören das. Ja, und ansonsten vielen Dank, dass du da warst und genau. Danke, dass ich da sein bin. Viel des Lobes hört auf. Ich laufe schon ganz rot an. Sieht zwar keiner, aber trotzdem. Sehr gut. Okay, und dann wir, liebe Zuhörer, hören uns das nächste Mal zu einer normalen Folge, wo wir wieder uns durch Textwüsten wühlen. Aber dann auch wieder mit Mike, ne? Dann wieder mit Mike, genau. Gott sei Dank. Okay, alles klar. Dann Dankeschön und tschüssi. Ciao.